Hallo und herzlich willkommen zurück zu Tropico 6 und der nächsten Wahl. 48% Zustimmung, 50% Zustimmung, 51% Zustimmung. Ich glaube, die Zeitung macht sich gerade bemerkbar. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass wir die Wahlschlappe erhalten. Aber wer weiß. Die erste Plantage ist auch fertig, sehr gut. Da gehen wir jetzt auf Multikultur. Da gehen wir auch auf Multikultur. Ich bin gespannt. Da gehen wir auf Multi. So ein Transportbüro müssen wir auch noch bauen. Das können wir ja direkt hier hinten hin machen am besten. Bietet sich an, dass das hier direkt abgeholt wird. So, wie sieht's mit der Forschung aus? Yay! Bald können wir kostenlose... Können wir uns das überhaupt leisten? Ja. Bald können wir uns kostenlose Autos leisten. Was für ein schöner Tag, Präsident. Beute. Irgendwo gab's auch einen... Ach hier, da. Beute. Aber machen wir mal. Ja. Das war knapp, Präsidente. Offenbar müssen einige Bürger daran erinnert werden, wie sehr sie euch lieben. Das ging doch. Zum Glück hat es euer Gegner vor der Wahl auf mysteriöse Weise versäumt, an den TV-Duellen teilzunehmen. Eine Lebensmittelvergiftung ist eine hässliche Sache, obwohl sie in der Regel keine Gehirnerschütterung nach sich zieht. Wie dem auch sei, die Gerechtigkeit hat am Ende gesiegt. Achso, jetzt können wir natürlich nach der Wahl, oder natürlich, aber jetzt können wir nach der Wahl auch die Verfassung wieder ändern, aber die lassen wir jetzt einfach mal so. Jetzt Multikulti. Dann wollen wir hier auch Multikulti haben. Das geht nicht so hundertprozentig auf, so wie ich mir das gedacht habe, glaube ich. Aber egal. Eigentlich müsste ich hier noch was hinmachen. Und da. Damit das auch wirklich aufgeht. Naja. Passt schon. Also der hat einen größeren Vorteil als der hier. Da können wir ja tatsächlich nochmal überlegen, ob man hier noch was hinmacht. Multikulti. Ja, schauen wir mal. Ach, jetzt geht das auch mit der Gülle auf einmal schnell.
Keine Panik, Präsidente. Denn ich bringe Neuigkeiten von einer Gefahr, die so unvorstellbar ist, dass ich nicht mal weiß, worum es geht. Waffen herstellen. Ja, gut, scheiße. Dann gehe ich da hinten gleich mal hin und werd die, die Sachen aus dem Boden rausholen, die wir brauchen dafür. Kann mal jemand das Schwein da aus dem Feld nehmen? Unsere Genossen freuen sich über ihre Unterstützung. Können wir mal auch ein bisschen wieder kostengünstiger machen überall. Wir haben ja genug Leute. Also kostengünstiger. Ist ja die. Das ist ja das Dumme daran. Das Budget ist ja auch an dem Lohn irgendwie gekoppelt. Und überhaupt alles scheiße. Oder? Ja. Naja, denkt daran! Klappermäuler können Schiffe versenken. Also verschließt eure Mäuler mit Hilfe eines in Tropico hergestellten Maulschlüssels. Genau. Was? Eigentlich brauche ich noch eine Militärbasis erstmal nicht, glaube ich. Wir lassen das da hinten erstmal. Stattdessen überlegen wir mal kurz nochmal, ob wir hier nicht noch... Weiterhin 100%. Gute Show. Gar nicht schlecht. Fast eines Engländers würdig, würde ich sagen. Aber lassen Sie uns nicht übertreiben. Machen wir das. Die Tees aber auch. Doch, wird was anfangen. Ich brauche Ihre Hilfe, Präsident. So, dann müssen wir viermal die Achsenmächte sabotieren. Überfall. Garnison. Ne, Garnison. 1, 2, 3, 4. Ist ja auch ein bisschen merkwürdig.
Na gut. So, den Bus haben wir da hin. Dann machen wir hier mal eine Haltestelle hin. Haltestelle hier hin. Steige hier hin. Ah. Und dann gucken wir noch mal wegen einer Plantage. Gut, ich könnte da jetzt natürlich auch noch mal Tabak hin machen, aber es macht natürlich nicht so viel Sinn. Das ist ja genau das, was ich nicht will. Machen wir meist hin. So. Moment mal. Auf dem Bürgersteig ist eine Straße. Busse werden zwischen End- und Bushaltestelle. Zwischen der Endbushaltestelle und dieser verkehren. Okay, also nehmen schon von beiden Seiten welche mit, oder wie? Nicht. Das wäre jetzt aber nicht weit hergeholt, tatsächlich in Tropico 6. Es ist ja auch schon zumindest damals gewesen, dass Hotels nur einmal bezahlt wurden und deswegen nie. Ne? Rentabel waren, also in dem Sinne. Da ist leider keiner da. Wo ist denn hier der? Wo ist er? Hier, da. Ja, okay. So, dann würde ich jetzt mal die Zigarrenfabrik basteln. Nö. Ich muss erstmal den scheiß Bauplan kaufen. Habe ich was vergessen? %105. Geil. Naja, das sollte wohl reichen. Da hinten das mit der Bananenplantage, aber naja.
Warum habe ich gerade schon wieder ein Gefühl, dass ich irgendwas... ist noch knapp davor. Ja, ich habe das Goldvorkommen überbaut. Ja, leck mich doch. Als ob ich es gerade gerochen hatte. Es war so dieser Genuss, beziehungsweise dieser Geruch, ja, vielmehr, der Geruch von Gülle lag in der Luft. Ja, gut. Scheiß auf das Goldvorkommen. Jetzt mal ernsthaft. Wie viel Gold haben wir hier auf der Insel? Das haben wir nicht. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Im Zweifel kann man das ja später nochmal rausnehmen, aber ich gehe jetzt eh nicht davon aus, dass wir hier... in irgendeiner Art und Weise mit den Rohstoffen in Petrouille kommen. Patrouille. So, dann das dahin. Dann können wir ja tatsächlich doch schon unser Stahlwerk und unsere Waffenfabrik basteln. Weil wir haben ja jetzt alles, mehr oder weniger. Ich weiß schon, was ich hier mache. Da werde ich ganz, ganz tolle Sachen hinmachen. So Kraftwerke und noch mehr Kraftwerke und viel, viel mehr Kraftwerke. Weil alles, was anderes kann man da eigentlich nicht hinmachen. Alles viel zu weit weg vom Schuss ungefähr. Es war gut, mit Ihnen Geschäfte zu machen, Präsidente. Nice. Es gab einige Möglichkeiten. Nichts Illegales. Naja, nichts, bei dem bewiesen werden kann, dass es Gesetze bricht. Immer gebrauchen die Anforderungen. Aber langsam wird voll. Wie sieht's hier aus? Obdachlose haben wir nicht so viele. Das ist gut, dass ich so viele Häuser gerade baue. Universität. Ja, dann arbeitet halt woanders. Wo sind das Problem? Seid ihr euch etwa zu fein?
Ja, mehr geht eigentlich nicht. Also sind die drei einzigen Möglichkeiten und die haben wir jetzt erstmal direkt angebunden, weil alles andere wäre dumm. So, Zigarrenfabrik. Sollten wir jetzt bauen können? Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Ah, da ist sie. Zigarrenfabrika. Ja, bin gerade ein bisschen einmal überlegt tatsächlich. Wie ist hier die Effizienz noch? 100%, okay. Ich mach's halt direkt hier hin. Aber theoretisch kommt es ja eh hier vorbei. Wenn man mal ehrlich ist. Wir machen es da hin. Und machen noch ein bisschen hübsch. Schön versteckt. Sieht man nicht mehr. Ja, von uns fehlen halt jetzt natürlich wieder ein bisschen die Menschen. Die menschlichen Ressourcen. Aber das sollte jetzt nicht weiter stören. Wir haben aber mittlerweile eine gute Zustimmung. Auch mal wieder offener Geist, damit hier die Freiheit wieder ein bisschen hochgeht. Okay, das ging schnell. Wir könnten schauen, dass wir hier vielleicht ein paar Rinder einpacken. Und wir brauchen ja noch ein Kabarett. Kabarett. Weiß ich das, glaube ich, momentan tatsächlich noch nicht.
so richtig lohnt. Ja, meine Kirmes hier hinten hinpacken noch. Ah. Irgendwann kommt ja bestimmt auch das hier weg. 51.000. So in 500 Jahren. Wenn wir den elektrischen Dings hier alles gemacht haben, Dingsi, dann... Dieses Gebäude zu einem automatischen Bergwerk verbessern. Schönes Wetter. Polizei wäre vielleicht jetzt auch mal langsam angebracht. Ach ja, Ministerium wollte ich auch noch bauen, ne? Polizeistation verteilen. Ausgegeben. Würde mal glatt behaupten, wir bräuchten mal wieder ein Baubüro. Außer wir können. Ah ja, wir können hier Arbeiter. Dann brauchen wir das durch erstmal nicht. Dann sollte das passen. Judy! Dann war es das schon wieder erstmal für die Folge. Unsere Tabak. Farmen sind aufgebaut, wir haben eigentlich genug Wohnungen, wahrscheinlich nicht da, wo sie benötigt werden, aber ich sehe jetzt eher auch keine
Slumhäuser irgendwo in der Nähe. Also es sieht ganz gut aus. Es entwickelt sich. Wir müssen halt jetzt warten, dass endlich die Achsenmächte Firma sabotiert wurden. Das kann ein bisschen dauern. Schauen wir mal, wie lange wir brauchen dafür. Zweimal Eiffelturm, dann sind wir durch. Juni! Dann hoffe ich, dass ihr Spaß hattet. Ansonsten, bis dahin, arrivederci. Selber spielen nicht vergessen und schön mit Öl. Danke fürs Zuschauen. Ciao, ciao.